Radfahrer sollten endlich mehr zur Kasse gebeten werden. Findet ihr das auch? Schließlich zahlen Radfahrer keine Steuern und nutzen die Infrastruktur von allen mit. Gutes Argument, oder? Nee, absolut nicht. Aber warum dieses Argument Schwachsinn ist, das zeige ich euch in diesem Video. Das hat was mit Gerechtigkeit, mit Steuergerechtigkeit. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, ich beeile mich, eine Kfz-Steuer. Ein Tuk-Tuk. Eine Veruntreuung. Veruntreuung von Steuergeldern. Die Radfahrer fahren durch die Gegend, tralala, bum, bum. Dann sollen sie verdammt nochmal auch mit ein Stück Verantwortung übernehmen. Ja Leute, oftmals hört man das Argument genau in diesem Wortlaut. Radfahrer zahlen keine Steuern. Den Leuten entgegne ich immer, ja Leute, wo kann ich in der Steuererklärung bitte ankreuzen, dass ich Radfahrer bin und krieg dann alle meine Steuergelder zurück? Ich habe dieses Kästchen jedenfalls noch nicht gefunden. Ihr etwa? Bitte sagt's mir. Wo? Aber bis mir irgendjemand mal sagen kann, wo ich dieses Kästchen endlich finde, zahle ich wohl fleißig weiterhin meine Steuern. Von daher könnte ich eigentlich Schluss machen mit diesem Video. Es ist vorbei. Ich zahle Steuern, ich bin Radfahrer. Pech. Argument entkräftet. Okay, ich weiß genau. Der Autonormal-Autofahrer meint natürlich mit diesem Argument, man zahlt keine Kfz-Steuern, man zahlt keine Energiesteuern, was ja früher als Mineralölsteuer bekannt war. Aber ich frage mich dann immer, warum soll ich für etwas eine Steuer zahlen, was ich halt nicht nutze? Es gibt tatsächlich nur eine Steuerart, die wirklich nur von Autofahrern gezahlt werden. Und das ist die Kfz-Steuer. Auf die wird oftmals angespielt. Ein weiterer großer Posten, den Autofahrer zum großen Teil mittragen, ist die sogenannte Energiesteuer oder auch früher Mineralölsteuer. Die Einnahmen aus der Energiesteuer liegen im Jahr 2020 bei etwa 37 Milliarden Euro. 90% davon tragen tatsächlich Autofahrer, also etwa 33 Milliarden Euro. Die Einnahmen aus der Kfz-Steuer liegen jedes Jahr etwa bei 9,5 Milliarden Euro. Also sind wir ungefähr bei 42 Milliarden Euro, wenn wir das Ganze mal zusammenrechnen. Ja Leute, das ist tatsächlich eine Stange Geld, die dabei zusammenkommt. Aber die Frage ist jetzt, reicht dieses Geld, um die Kosten annähernd zu decken, die Autofahrer auch tatsächlich verursachen? Schauen wir mal rein. Eine Veruntreuung, Veruntreuung von Steuergeldern. Viele Leute sagen jetzt, dass diese Steuereinnahmen die Schäden an der Infrastruktur und auch die Neubauten in der Infrastruktur ausgleichen. Die große Frage ist nämlich nicht, reicht dieses Geld aus, um die Schäden der Infrastruktur zu decken, sondern um die Kosten des Autoverkehrs zu decken. Ja, gleich zu Beginn des Kapitels muss ich euch leider mal wieder enttäuschen. Denn Steuereinnahmen sind mitnichten irgendwie zweckgebunden. Das heißt, das Geld, was hier in die Kfz-Steuer steckt, das kommt nicht unbedingt wieder in den Straßen komplett raus. Man kann sich das eher vorstellen wie ein großer Topf, wo alles eingezahlt wird und am Ende wird alles ausgeschüttet, da wo es eben gebraucht wird. Daraus kann man schlussfolgern, dass ich mit meinem Steuergeld auch bestimmt schon die eine oder andere Straße mitfinanziert habe. Also, Video vorbei, schon wieder entkräftet das Argument. Macht's gut! Okay, ihr habt mich erwischt. Es geht ja nicht darum, dass wir als Radfahrer irgendwelche Straßen mitfinanzieren, sondern darum, ob man mit den Einnahmen die Ausgaben deckt, die Kfz-Verkehr verursacht. Es gibt ja sogar Leute, die behaupten, dass die Einnahmen aus kraftfahrzeugbasierten Steuern höher sind als die Ausgaben. Um die Frage zu beantworten, ob das wirklich so ist, müssen wir erstmal schauen, was für Kosten verursachen Autos eigentlich. Ja natürlich, die Kosten für den Bau und für den Erhalt von Infrastruktur, die hatten wir ja schon. Aber es kommen noch weitere Kosten hinzu. Zum Beispiel die Kosten von Unfällen, die Kosten von Abgasen, die Kosten vom Platzverbrauch, die Folgekosten von Lärm und natürlich die Folgekosten, die Autos für den Klimawandel anrichten. Ja, gehört halt heutzutage auch dazu. Ja Leute, nun haben wir aber ein Problem. Wer soll beziffern, wie hoch diese Kosten eigentlich ausfallen? Ich kann's nicht. Aber es gibt zahlreiche Studien dazu, die diese Folgekosten zumindest berechnen, anhand von Annahmen. Es gibt dazu zahlreiche Studien, die auch teilweise sehr unterschiedliche Ergebnisse liefern, aber unterm Strich haben sie alle ein Ergebnis. So hat zum Beispiel der Verein Allianz pro Schiene den Energieverbrauch bzw. die Kosten für die Infrastruktur und den ganzen Verkehr in Deutschland für das Jahr 2017 berechnet und die beliefen sich auf 149 Milliarden Euro. 149 Milliarden für alle Verkehrsarten. Radverkehr, Busverkehr, Schienenverkehr. Was gibt's noch? Irgendwas anderes Verkehr? Da kommen doch Autofahrer mit ihren 49 Milliarden diese Zahlen ganz gut weg, oder? Ja Leute, 95% der Kosten der Infrastruktur bzw. des Verkehrs
geht auf den Auto- bzw. Kfz-Verkehr zurück. Das sind 142 Milliarden Euro. Fun Fact am Rande, Radverkehr ist so irrelevant, dass er nicht mal mehr erwähnt wird. Ja, jetzt haben wir irgendwie ein Problem. Wir haben hier auf der einen Seite 141 Milliarden Ausgaben für den Kfz- oder Autoverkehr und hier unten 41 Milliarden Einnahmen. Irgendwas stimmt doch da nicht, oder? Hat mal jemand 99 Milliarden übrig? Vielleicht sollten wir mal Herrn Gratis-Mentalität Christian Lindner fragen. Nein. Oder auch seinen Parteikollegen Volker Wissing. Zufällig Verkehrsminister. Ey, das ist doch bestimmt nur diese eine Studie, die zu dem Ergebnis kommt. Du betreibst doch hier voll das Cherrypicking. Ja Leute, interessant ist, dass es noch andere Studien gibt, die zu ganz anderen, aber zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Eine ganz aktuelle Studie und finde ich auch eine sehr interessante Studie ist The Lifetime Costs of a Driving Car. Dieser Studie zufolge zahlt die Gesellschaft für jedes Auto jedes Jahr im Schnitt 5.000 Euro drauf. Und nein, da sind die Ausgaben der Kfz-Steuer und der Mineralölsteuer nicht mit dabei. Hier sind ganz alleine gesellschaftliche Kosten eingerechnet. In dieser Studie wurden tatsächlich die Kosten des Klimawandels, Gesundheitskosten und Infrastrukturkosten eingerechnet. Den größten Posten haben tatsächlich die Gesundheitskosten. Gesundheitskosten sind natürlich auch die Kosten, die die Luftverschmutzung verursachen. Demnach verursacht ein Opel Corsa, also ein ganz normales Durchschnittsauto, etwa 1.495 Euro Folgekosten nur durch Luftverschmutzung. Die Forscher sind in dieser Studie von etwa 15.000 Kilometer Laufleistung des Opel Corsa bzw. des Autos allgemein ausgegangen. Deswegen gehe ich davon jetzt hier auch mal aus. Okay, wir haben hier wieder Steuereinnahmen. Bei dem Opel Corsa habe ich mal recherchiert, das sind ungefähr 150 Euro im Jahr. Bei einer Laufleistung von etwa 15.000 Kilometer im Jahr und einem Verbrauch von etwa 5,2 Litern pro 100 Kilometern kommen wir auf eine Energiesteuer, die dabei anfällt, auf ungefähr 650 Euro. Ja Leute, 650 Euro plus 150 Euro sind unterm Strich ungefähr 800 Euro. Um genau zu sein, 799. Tja, und nun kommen die Kosten. Nur für die Luftverschmutzung 1.495 Euro. Tja, und die Luftverschmutzung ist wirklich nur ein Posten in dieser Rechnung. Die anderen Sachen wie Klimawandel, Verbrauch, Platzverbrauch, was weiß ich, das ist alles noch nicht mit eingerechnet. Also jetzt mal ganz ehrlich, findest du das nicht etwa ein bisschen unfair? Immerhin kostet der Opel Corsa ja auch bei jedem Verkauf und Neukauf Steuern. Ja, das ist richtig. Natürlich hat ein Auto bei einem Verkauf und Kauf und sonstigen Sachen auch natürlich irgendwelche Verbrauchssteuern und das ist vielleicht auch gar nicht mal so wenig. Die Studie kommt daher zu dem Schluss, dass ungefähr 41% für den Opel Corsa die Gesellschaft zu tragen hat, also fast die Hälfte. Den Rest zahlt natürlich der Opel Corsa-Besitzer selbst. Also 50% eines Autos trägt tatsächlich die Gesellschaft. Ja, was ist denn los? So eine Gratis-Mentalität hier. Also da fahre ich doch gerne mit. Also da fahre ich doch gerne mit dem Porsche nach Sylt, oder? Denn auch wenn die prozentualen Kosten des Autos unterm Strich, je teurer das Auto wird, die Privatperson selber zahlt, hat die Gesellschaft unterm Strich, also in Summe, trotzdem mehr zu zahlen. Hey, geil, oder? Mit dem Auto für 50% gratis nach Sylt. Ja, na und? Du hast jetzt überhaupt keine Kosten des Radfahrens berücksichtigt. Du hast nur auf den Autofahrern rumgehackt. Ja, und deswegen schauen wir uns jetzt auch mal die Fahrradfahrer an. Dann sollen sie verdammt nochmal auch mit ein Stück Verantwortung übernehmen. So ganz pauschal lässt sich das natürlich wieder nicht sagen, wie viel Fahrradfahren der Gesellschaft so kostet, beziehungsweise überhaupt kostet. Aber es gibt auch dazu Studien. Entscheidend hierfür, um das zu berechnen, ist, dass das Fahrrad viele Vorteile gegenüber dem Auto hat. Dazu zählt natürlich keine Emission, kein Lärm, viel weniger Stau, viel weniger Platzverbrauch und natürlich auch die Folgen für den Klimawandel sind wesentlich geringer. Daraus schlussfolgern kann man sich natürlich Untersuchungen ansehen. Es gibt sogar Untersuchungen, die zum Schluss kommen, dass das Fahrradfahren unterm Strich der Gesellschaft Geld bringt. Ja, ihr habt richtig gehört. Es bringt der Gesellschaft Geld. Ja Leute, ungefähr 30 Cent pro Kilometer sollen das sein. Also, ja Leute, wie war das nochmal mit den Steuern für Fahrradfahrer? Also ich habe dieses Jahr schon etwa 3000 Kilometer zurückgelegt. Okay, ein paar Kilometer habe ich auch nicht mitgetrackt, weil ich meistens nur tracke, wenn ich längere Strecken fahre.
aber 3000 Kilometer kommt ganz gut hin. Ja, rechnen wir doch mal aus. 3000 Kilometer mal 30 Cent sind unterm Strich 900 Euro. Ja, Leute, ich hab's doch gern getan. Für euch. Ich habe hier eine Frage gestellt. Das hat was mit Gerechtigkeit, mit Steuergerechtigkeit. Fassen wir das Ganze doch mal zusammen. Ja, ich bin dafür, Radfahrer sollten Steuern zahlen. Aber nur dann, wenn sich die Steuern anhand der Kosten berechnet. Ich bin auch dafür, dass Autofahrer tatsächlich die kompletten Kosten ihres Tuns auch selber tragen sollten oder könnten. Denn nur das wäre fair und dann wäre auch Schluss mit der Gratis-Mentalität. Ich hätte im Jahr 900 Euro übrig und der Autofahrer, der muss dann halt 5000 Euro im Jahr draufzahlen. So einfach ist das. Das Argument, dass Radfahrer Steuern zahlen sollen, ist rational eigentlich nicht erklärbar, denn die Schäden, die Radfahrer anrichten, sind so gering, dass man sie eigentlich ignorieren kann. Und ihr wisst, ich habe großzügig gerechnet. Ich habe zum Beispiel in die Steuereinnahmen die Mineralölsteuer mit eingerechnet. Und das ist eine Steuer, die auf Radfahrer so und so nicht erhoben werden kann. Also, hä? Oder wieso soll ich Steuern auf irgendwas zahlen, was ich einfach nicht nutze? Das ist doch Quatsch. Und jetzt denkt von euch vielleicht der eine oder andere, ja, Neubauten von Radwegen, die kosten auch einen Haufen Geld. Ja, das stimmt. Ein Kilometer Radweg kostet ungefähr 250.000 Euro. Stange Geld, oder? Aber um das mal gegenüberzustellen, ein Kilometer Autobahn kostet ungefähr 138 Millionen Euro. Das heißt, unterm Strich, mit den Einnahmen der Kfz-Steuer kann ich 68 Kilometer Autobahn bauen. Für den Rest, Leute, ich hab's gern getan. In diesem Sinne, geht raus und fahrt mehr Fahrrad. Tut es für die Gesellschaft. 11.000 Kilometer sind Sie gefahren. 11.000 Kilometer für 27 Euro. Das ist nicht nachhaltig. Ehrlich gesagt, da wird nicht jede Fahrt notwendig gewesen sein. Kostenfreien öffentlichen Personennahverkehr, das würde Sie 14 Milliarden Euro im Jahr kosten. Warte mal, Autofahren kostet dem Steuerzahler jährlich 99 Milliarden Euro. Davon kann man also 7-mal kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einrichten oder aber 396.000 Radwegkilometer bauen. Meine Quellen habe ich euch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Hier oben könnt ihr noch ein Dashcam-Video von mir sehen und hier unten könnt ihr mal ein Reaction-Video von mir sehen auf den Sivi. Auch ein sehr interessantes Video. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis nächsten Sonntag.